Dann, Sesam, öffne dich. Nachricht lesen, Hilfe. Denn wir betreten jetzt, wie man sehen kann, eine kleine Festung. Nämlich Aldias Festung. Geschafft, ja. So, hier streuen noch mehr von diesen Versteinerungsviechern rum. Und hier treffen wir auch zum allerletzten Mal auf Lucatil. Who are you? Oh. No, forgive me. I know you. Yes, of course. How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land, but I pray for your safety. Please take these. Mjör, Großschwert, ihre Maske und ihre ganze Rüstung. Consider this thanks for keeping me sane. My name is Lucatil. I beg of you, remember my name. For I may not myself. Ja. My name, I beg, for I may not. Wenn wir jetzt rasten, müsste sie weg sein. Genau. Und wir sehen sie nie wieder. Was etwas traurig ist. So, wir haben das Myrwa-Großschwert erhalten. Den stolzen Rittern vom Myrwas offizieller Garde ausgehändigtes Großschwert. Dieses Exemplar wurde von Lucatil geführt. Dieses Großschwert erfordert fortgeschrittene Gewandtheit in einer seltenen und einzigartigen Kampftechnik. Auf der Klinge ist eine winzige Nachricht eingraviert an ein Versprechen an jemand Besonderen. Ja. Oh, ach ja, ich muss noch zur Glocke wechseln. Und das ist Lucatils Maske. An einen Zeremonienhut befestigte Maske gehört Lucatil aus Myrwa. Normalerweise sind Hüte und Masken von getrennt, doch diese beiden sind verbunden. Wie auch immer sie dann abnehmen konnte. Und ihr Wams? Von reisenden Rittern getragener Wams gehörte Lucatil aus Myrwa. Nur wer sich auf dem Schlachtfeld auszeichnete, wurde in die Elite des offiziellen Myrwa-Ritterordens aufgenommen. Man hört oft von Bauern, die davon träumen, als Ritter allen Mühsal zu entkommen. Doch er hätte gedacht, dass dies tatsächlich möglich ist. Jo, wer kämpfen kann, ist im Vorteil. Ja. So, den Rest brauche ich mal nicht vorlesen. Das ist nämlich alles ziemlich dasselbe. So. Ich wechsle hier jetzt mal zu meiner Glocke zurück. Auf welcher Stufe ist die eigentlich? Ah, nur plus 3. Die könnte ich auch mal verbessern, theoretisch. Aber erstmal ist der Bogen am wichtigsten. Für den Bogen bräuchte ich jetzt noch 2... Titanitbrocken. So, von denen hier. Kann ich mir auch nur 2 genau leisten. Und kann wahrscheinlich dann den Bogen nicht mal verbessern. Also nicht weit genug verbessern, hm? So, verstärken. Dachte ich es mir doch. Außerdem brauche ich noch 2 große Titanitscherben dafür. Weißt du was? Ich benutze mal ein paar Seelengegenstände hier. So. Das dürfte fürs Erste reichen. What? Was ich benötige? Ich benötige 2 Titanitscherben. Visit me. So. Nein, nicht reparieren, verstärken. So, weiter kann ich es jetzt nicht mehr verstärken. Also benutze ich noch mehr Seelen. So, 4 dürften mal reichen.
Ne, 4 waren zu wenig, definitiv. Das reicht nämlich nur für zweimal. Okay, noch 2. I'll be around. What? Verstärken, genau. I'll be around. So. Bogen ist vollständig verstärkt, also können wir in Aldias Festung zurückreisen. Dort sieht man, gibt es 2 Leuchtfeuer. Und dann fehlen nur noch diese beiden Gebiete hier. Und der Rest war, glaube ich, alles Eddorn-Gebiete. 3, ja, ist Eddorn-Gebiet, ist auch Eddorn-Gebiet. Das ist ein Eddorn-Gebiet und das ist das andere Eddorn-Gebiet, genau. Also, Aldias Festung in den Vorgarten zurück. Wenn man das wirklich Vorgarten nennen will, So. Wow, jetzt kommen sie. Sie sind aggro. Und ja, ich halte sie liebend gern auf Distanz. Die kleinen Bastarde. Die haben nämlich einen ziemlich starken Versteinerungsfluch drauf. Mit dem möchte ich mich jetzt erstmal lieber nicht anlegen. So. Kiste. Von wegen Kiste, Mimik. So. Ein missgestalteter Schädel und die Finstermaske. Gucken wir mal kurz an den missgestalteten... Achso, das war dieses Ding. Der Schädel einer nicht identifizierten Kreatur kann wie ein Großhammer geschwungen werden. Möglicherweise ein Drachenschädel. Ein seltenes Exemplar vermutlich. Zu selten, um planlos herumgeschwungen zu werden. Und die Finstermaske. Die kennen wir ja. Das letzte Teil des Darkwave-Sets. Niemand kennt die wahre Identität jener Männer, die die Finsternis angeblich in ihrer Hand haben. Alte Legende aus der Fremde zufolge sind sie arme Seelen, die die Kunst, die der Kunst des Lebensentzugs auf der Spur waren. Jupp. Sie waren nicht nur auf der Spur, sie haben es sogar gefunden. Und das machte sie übelst garstig. Seele eines namenlosen Soldaten, fossiler Drachenknochen. So, das heißt... Ah, hier fertig umgucken. Erstmal Gegenstand voraus, ja, wie nett. Noch ein unnötiger Feuersamen. So, hier ist auch noch ein Gegenstand, ein schimmernder Lebensstein. Vision von scheinbarer Wand, deshalb unterhalb. Ja, als ob ich das glauben würde. Soweit ich weiß, ist da nämlich nichts mehr. Mumm wird benötigt, das in der Tat. Dämmerungskraut. Hier Gegenstand. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Versucht links. Ja, der Tipp ist nützlicher. Deswegen bewerte ich den auch mal. Vorsicht vor Finstergeist. In der Tat. Der kommt nämlich jetzt. Geist voraus. Finstergeist Aslatiel aus Mirwa. Ja, das ist Lukatiels Bruder. Oder war mal Lukatiels Bruder. Er ist einer der etwas schwierigeren Finstergeister, meiner Meinung nach.
wie man sehen kann. Vor allem, weil er sich auch heilen kann. Okay. Mit dem Speer ist er recht einfach, muss ich ehrlich sagen. Mit dem Speer ist irgendwie alles recht einfach. Ja, altes Myrmagroßschwert. Menschenbild. Wir haben jetzt auch noch das alte Myrmagroßschwert. Den stolzen Rittern von Myrma offizieller Garde ausgehändigt das Großschwert. Damit haben wir beide Großschwerter. Das von Lucatil und das von ihrem Bruder. Und ja, hier ist ein Karren, in dem sich was bewegt und zappelt. Aldia hatte komische Vorstellungen hier. Aldia hat nämlich einiges hier in diesen Räumlichkeiten angestellt. Wie man sehen kann, hat er sich sogar ein riesiges Drachenskelett an die Decke gehängt. Tolle Aussichtsskelette, ja, das stimmt allerdings. Eine schwindende Seele. So. Ich gehe erst einmal unten lang. Rückzug. Rückzug. Und wie man sehen kann, hier steht überall Rückzug, aber es steht nicht dran, von wem das ist. Wagt es ja nicht. Nein, das wagen wir auch ja nicht. So. Ich mache mich jetzt mal menschlich. Denn auf der anderen Seite, also diesen Hebel nicht antatschen. Wichtig. Denn auf der anderen Seite ist jemand eingesperrt. Mann voraus versucht Frau. Ja. Please, just stay away. No, please, don't come near me. Nothing good will come of it. Just leave me alone, please. Leave this place and leave me be, as I'd not see any harm befall you. Ja, er sitzt da gefangen. Please. Please. Und mehr hat uns nicht zu sagen. Das sagt er uns in der menschlichen Form. Das nehme ich mal vorweg. Wenn wir also sterben sollten, was höchstwahrscheinlich passieren wird, vielleicht sogar sehr bald, wenn wir nämlich diese Fackel hier anzünden. So. Dann spawnt hier nämlich ein Forlorn. Jo. Aber bei dem aus der Gruft haben wir wenigstens gelernt. Und den konnten wir sogar mal backstemmen. Gut. So. Zweimal angreifen. Wir müssen aufpassen, dass er keinen Schildschlag macht. Au. Und da er allgemein nicht sehr böse Sachen macht, nutzen wir mal das Skelett als Deckung. So. Der Forlorn droppt nichts. Der Forlorn bringt auch nichts, weil er eben kein richtiger Invasor war. Dafür wird uns... nein. Dafür müssen wir 4 von diesen Fackeln entzünden. Hier in Aldias Festung. Um etwas Wichtiges zu triggern. So, wir können hier hoch und unter dem Skelett
Drachenskelett durch.